Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christian's How to Plays, der mit dem Hut. Ich grüße euch und wir machen heute von Finle Poisel, wie soll ein Mensch das nur ertragen? Sehr cooles Lied, ist jetzt nicht mehr so mega aktuell. Aber wisst ihr, warum ich das Lied eigentlich mache? Also nicht nur, weil ich das gerade mit einer Schülerin im Unterricht mache, sondern ich habe gesehen mal wieder, es gibt so im Internet so gar keine richtig guten Noten. Und ihr findet hier bei mir im Video echt die hundertprozentigen Noten. Und so wie ich es rausgehört habe und aufgeschrieben habe, hat's wirklich, spielt's keiner. Und hat's auch, es gibt dort so keine Tipps dazu. Und deswegen, da könnt ihr schon mal froh sein, dass ihr mich jetzt entweder gefunden habt oder dass ihr jetzt diese Lesson guckt. Wir gehen jetzt direkt rein. Wir müssen Capo in den ersten Bund reinsetzen. Und ja, wir brauchen ein paar Akkorde. Und ja, so generell ist es jetzt, eigentlich ist es ein Anfängerlied, würde ich jetzt mal so sagen. Brauchen wir aber zwei, drei Akkordwechsel, die jetzt einfach auch ein bisschen Übung bedürfen. Okay, ich zeige euch jetzt mal direkt, wie es geht. So, wir sind jetzt im Intro. Das Intro wird jetzt halt gepickt. Die Noten sind jetzt aber nicht so schwer. Wir gehen es einfach mal durch. Ihr seht das ja jetzt hier. Wir spielen oben die Leerseite E an. Dann spielen wir G an. Und ich greife dann mit dem Ringfinger in den dritten Bund. Und dann wieder die G-Seite leer. Das ist ein typisches Lead-Ring-Riff. Ihr müsst versuchen, so viele Noten wie möglich ineinander überklingen zu lassen. Ja, spielt es nicht so, sondern schön aufgesetzt lassen. Dann gehen wir in den dritten Bund auf A-Seite, spiel da dann die Bassnote. Unten die Melodienoten bleiben genau gleich. G, H, G. Okay, oben E nochmal von Anfang. Rechts die Picking-Struktur, ich spiele das hier oben die Bassnote immer mit dem Daumen. Und dann spiele ich Zeigefinger, also je nachdem. Ich spiele Zeigefinger für die G-Seite, Ringfinger für die H-Seite und Mittelfinger für die G-Seite. Dann habe ich hier so ein. Ich drehe mal ein bisschen so die Gitarre noch so ein bisschen. Okay, also. Da könnt ihr euch aber erstmal, also ich habe auch viel jetzt Schüler, die das dann so spielen mit dem Daumen oder nur mit dem Zeigefinger. Macht das erstmal so, wie ihr möchtet. Ansonsten Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger oder Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger. So. Dann, wir gehen halt dann oben auf die 3 auf der A-Seite, das ist jetzt der zweite Teil, denn der dritte Teil geht dann oben auf die 3 auf der A-Seite, auf die E-Seite, also von der A-Seite auf die E-Seite. Ich gehe dann auch einfach nur mit dem Mittelfinger hoch, also. Man kann es auch so greifen, aber ich will eigentlich die Bassnote aus dem hier das mehr oder weniger das C soll nicht mit hier mit dem G überklingen. Also dann setze ich einfach hoch und dann habe ich oben die ba saubere Bassnote. Also dann habe ich oben die E-Seite G H G. So, und jetzt geht er auf ein D, aber das ist mehr oder weniger ein D5. Das heißt, ihr spielt jetzt hier die D-Seite leer, dann die G-Seite im zweiten Bund mit dem Zeigefinger, unten die E-Seite leer. Und dann der dritte Bund mit dem immer noch den Ringfinger auf der H-Seite. Okay, nochmal langsam. E, G, H, G, A, G, H, G. Jetzt dritte Bund E, E, G, H, G, D leer. Zeigefinger auf, in den zweiten Bund aufsetzen zu einem D. G, E, H. Ist ein sehr schöner Notenlauf, ist jetzt nicht so ein kompliziertes oder jetzt kein Geniestreich, aber es ist trotzdem schön. So. Und dann, ja, er spielt dann halt die Strophe, was, man muss auch sagen, jetzt eigentlich fast die schwierigste Stelle überhaupt im Lied ist. Also, dass man ungefähr so spielt wie er. Also, man kann es nicht 100% so spielen wie er, weil ich gehe davon aus, dass er das Ganze irgendwie im Studio mit Gesang auf alles auf einmal eingespielt hat. Und das klingt sehr natürlich und sehr harmonisch und einfach sehr authentisch, wie er das eingespielt hat. Und nicht so, ja, ich spiele jetzt den und den Anschlag und den mache ich die ganze Zeit durch. Sondern ihr müsst jetzt, wir haben jetzt ein E-Moll. Ah, Zeigefinger, zweite Bund A-Seite, Mittelfinger,
zweite Mund D-Seite oder ihr könnt es auch so spielen mit dem Mittelfinger und Ringfinger. E-Moll. Danach haben wir ein C. Die Treppe quasi ab dem dritten Bund auf der A-Seite mit dem Ringfinger. Dann zweite Bund auf der D-Seite mit dem Mittelfinger. Dann überspringt ihr die G-Seite und dann geht ihr mit dem Zeigefinger in den ersten Bund auf der H-Seite. Das ist ein C. Einmal kurz für die andere Kamera. Gut, das ist das C. Danach brauchen wir ein G. So. Mittelfinger, dritte Bund E-Seite. Zeigefinger, zweite Bund A-Seite. Kleiner Finger oder, wenn ihr möchtet, Ringfinger. Aber ich empfehle euch den kleinen Finger, weil wir brauchen nämlich das G später noch anders. Den kleinen Finger in den dritten Bund auf E-Seite. Wir brauchen später, müssen wir das G spielen, wo wir dann den Ringfinger noch mit in den dritten Bund auf die H-Seite setzen. So. Und jetzt kommt nämlich der Part, den ganz viele entweder nicht rausgehört haben, weil er wirklich sehr weit hinten ist, oder, weiß nicht, haben sie vergessen oder geschludert, weil. Und zwar, wir haben jetzt zweimal diesen Teil, nämlich E-Moll, C, G, Anschlag und so machen wir gleich. E-Moll, C, G, dann wieder E-Moll, C, G. So. Jetzt kommt E-Moll, wenn er sagt, werf dich in jeden meiner Schritte. Dann kommt nämlich, bei Schritte kommt ein D-Fis. Also wir haben E-Moll, in jeden meiner Schritte. So, und dann, so, wenn Schritte ausklingen, gehen wir auf ein D-Fis. Das greifen wir so, indem wir mit dem Zeigefinger in den zweiten Bund oben auf der E-Seite gehen. Dann Mittelfinger, zweiter Bund G-Seite. Ringfinger, dritte Bund H-Seite. Jetzt könnte man es auch so greifen, weil es ist eigentlich nichts anderes als ein D-Dur, nur dass hier oben der Zeigefinger in den zweiten Bund noch reingeht als unterstützte Bassnote. Wir brauchen hier aber nur bis zur H-Seite. So, und das würde dann so gespielt, dass wir E-Moll, dann C, dann G, wird ein bisschen gehalten und wir schneiden ein ganz kleines bisschen vom G hinten ab und spielen einmal kurz das D-Fis und dann wieder das E-Moll. So, und das kommt dann, jetzt kommt danach, also wenn er sagt, ich tanze für dich, wohin du willst, dann kommt da nämlich kein D-Fis und dann singt er dann weiter, ich gehe rüber ans Fenster, da kommt D-Fis und dann kommt jedes Mal ein D-Fis. Also, wir haben zuerst die erste Zeile, stell dich vor meine Mitte, kein D-Fis. Leg dich in jede Figur, kein D-Fis. Werf dich in jede meiner Schritte, D-Fis. Ich tanze für dich, wohin du willst, kein D-Fis. Zumindest habe ich es da jetzt nicht rausgehört, weil da ist nämlich so ein Basslauf und irgendwie passt es nicht ganz, wenn man es dann mitspielt. Dann, ich gehe rüber ans Fenster mit D-Fis, um zu sehen, ob die Sonne noch scheint, D-Fis, und hab so oft bei schwerem Gewitter, D-Fis, in deine Hände geweint. Oh, armer Junge. So. So, ein bisschen gucken. Ja, ich muss, glaube ich, nochmal meine Webcam hier einmal kurz. Moment, auch wenn es. So schon besser. Moment, noch ein Stück nach links. Ich will ja, dass ihr ordentlich gucken könnt. So, okay. Also, jetzt zum Anschlag. Es ist ungefähr so. Und, werdet ihr drauf schlau? Es ist, ich empfehle euch, das Lied dazu zu nehmen und dann einfach versuchen zu spielen. Ihr müsst auf jeden Fall, also dieses C übrigens, das habe ich vorhin vergessen, dieses C ist nur ein Füllakkord, der auch, also ich habe ihn erst bei einer Tab-Vorlage irgendwo gesehen mit dem C. Der Zielakkord ist jetzt eigentlich das G, aber wir nutzen das C, um dann noch etwas geschmeidiger zu dem G hinzukommen. Dam, badadadam, badadam, bam, badadadam, badadam, E. Ausklingen lassen, ein bisschen noch auf dem G und dann wieder das E.
So, ihr könnt jetzt, wenn ihr das gar nicht hinkriegt mit hoch und runter und sagt, boah, das ist mir alles viel zu schwer, könnt ihr erstmal so machen. Ja? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh ne, das war falsch. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, und ja, und so weiter. Also, ich empfehle euch aber, nehmt das Lied dazu und versucht das einfach nachzuspielen. Das trainiert auch eure Fähigkeit, sich in solche Lieder rein zu versetzen und versuchen, so einen Anschlag nachzuspielen. Zu meiner Zeit wurde Gitarrenunterricht so gemacht, oder du hast halt von einem Kollegen gelernt, der hat sich hingesetzt, hat irgendwas gespielt und sagt, so wird das gespielt. Und du hast dann versucht, irgendwie das nachzumachen und dann, ja, bist du damit dann nach Hause gegangen und musst dann irgendwie versuchen, nachzuspielen. Also das ist eigentlich die komplette Strophe. Jetzt kommen wir mal zum Chorus. Der Chorus ist sehr, sehr interessant. Er ist ein bisschen von Oasis Wonderwall abgekupfert. Und zwar, wir haben ein E-Moll 7. Wir greifen das E-Moll und gehen hier runter in den Ringfinger und den kleinen Finger ab den dritten Bund auf der H- und E-Seite. So. Dann haben wir ein C-Adeli-9. Da ändert sich eigentlich gar nichts für uns, sondern wir gehen nur mit dem Ringfinger und dem Zeigefinger in diese beiden ersten Noten von dem C, also in die 3 und hier in die 2. Also wenn wir halt so ein C greifen, nur wir sind halt hier mit dem Ringfinger und kleinen Finger geblockt. Ja, kommen aus dem E, dann in das C. Dann in das G, wir gehen einfach nur mit dem Zeige- und Mittelfinger einfach nur einen nach oben. Bling. Ja, so. Und dann haben wir das D5. Da gehen wir einfach nur mit dem Zeigefinger hier in den zweiten Bund auf der G-Seite und öffnen hier unten die E-Seite mit dem kleinen Finger. Bei manchen Tabs steht es als D. Ich finde das D5, also das offene D, finde ich ein bisschen schöner. So, und jetzt kommen wir kommen ja aus dieser Strophe, die ja sehr gefühlvoll ist, und dann in einem Lied wird es dann so, dass der Chorus dann auf einmal schön anfängt mit Schlagzeug und so. Da können wir nämlich dann auch ein bisschen dynamischer spielen. Dieses, wie soll ein Mensch das ertragen? Soll ein Mensch das ertragen? Ich meine, beim Chorus ganz am Ende lassen wir dann das D5 ausklingen, aber okay. So, jetzt möchte ich einmal nochmal einen kleinen Schritt zurück machen, weil im Endeffekt war es das jetzt. Da kommt jetzt nochmal die Strophe, dann kommt der Refrain nochmal, der wird genau das gleich angespielt. Dann haben wir sowas wie eine Bridge, die eigentlich die Akkorde von den vom Chorus sind, aber so die Anschlagsweise wie von der ersten Strophe. Also da müsst ihr gucken, das wird dann... so. Dann ganz am Ende gibt es dann auch noch ein Chorus, was gleichzeitig auch das Outro ist. Auch immer E-Moll 7, C-Adeli-9, G und D5, und dann gibt es auch so einen kleinen Instrumental-Part mit so Streichern und sowas, und das ist alles das Gleiche. Das Einzige, was ein bisschen anders ist, ist wirklich das Letzte. Dann klingt es aus und dann sagt er ja ganz am Ende, leg dich in jede Figur. Und dann sagt er, also nicht so schief, wie ich jetzt es gesagt habe, sondern er sagt einfach, leg dich in jede Figur. Dann macht er dann E. Leg dich in jede Figur. Und dann spielt er halt E, C und D. Kein D, sondern G. Kein G, sondern D. Ich habe jetzt D da stehen, aber das ist noch falsch von anderen Tabs. Also, so, das waren jetzt die Akkorde. Ich habe aber noch für euch was Besonderes mir überlegt. Und zwar, ich habe die Melodienoten rausgehört von der E-Gitarre, weil das hat man so gar nicht gefunden. Und das ist sehr schön, das habe ich auch im Intro vorgespielt. Ich spiele es nochmal ganz kurz. Thank you.
Sorry, am Ende. Ein bisschen abgerutscht. Aber ihr wisst jetzt, was ich meine. Also, wir gehen das jetzt mal einmal kurz durch. Das ist nämlich sehr schön. Man kann das wunderbar mit einer zweiten Gitarre spielen oder auch selber, wenn ihr so auf so Melodien steht. Wir spielen 7, 8, 7, so wie ihr das jetzt hier in den Tab seht. 7, 8, 7, 8. 7, 8, 7. So. Das macht ihr, indem ihr den Zeigefinger legt ihr jetzt hier über den 7. Bund. Ihr müsst darauf achten, wir sind jetzt eigentlich im Endeffekt im 8. Bund. Ja, durch das Kappe oben haben wir aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sind wir hier. Hier wäre unsere normale 7, wir sind jetzt hier in der 7. Da müsst ihr echt drauf achten. Okay, also, wir haben 7, 8, 7. So, liebe Leute, tut mir leid für diesen Videoschnitt, aber ich habe gerade hier jetzt geklingelt an der Tür und ja, also, wie das so ist. Ich wiederhole das einfach jetzt nochmal. Wir gehen jetzt hier in den 7. Bund auf mit dem Zeigefinger komplett als Barré und halten jetzt mit dem Mittelfinger die 8 auf der H-Seite und spielen einfach von unten nach oben. E, H, G. Spielen das zweimal und dann hier die 8. Ich spiele sogar dann, also wir haben jetzt hier dann noch die 8 auf der H-Seite. Ist ein bisschen schwierig, ich habe es jetzt nicht 100% dann rausgehört, ob er dann wirklich diese zweite 8 spielt, aber... Na, jetzt sind wir im zweiten Takt auch wieder 7, 8, 7. Und dann gehen wir hoch auf die 5, auf die E-Seite. Und die 7 auf der H-Seite. Ja, 7, 8, 7. Müsst ihr ein bisschen aufpassen bei dem Hochgehen. Ja, ihr könnt auch so spielen, also dass ihr dann wieder mit dem Zeigefinger komplett hochgeht und dann so spielt. Ja, dass ihr dann so hochgeht. So, das ist jetzt der dieser zweite Teil dieser Melodie. Diese Melodie wird übrigens auch in der Strophe gespielt. Nichts, also keine andere Melodie wird dann nachher im Chorus gespielt, zeige ich euch aber gleich noch, was er dann da genau spielt. Jetzt haben wir jetzt den zweiten Teil, auch wieder 7, 8, 7 mit der 8, die wird aber nur einmal dann gespielt, die wird gehalten und dann geht ihr jetzt mit dem kleinen Finger hier auf die 10, ja, und spielt die 10, 8, 7, also E, H, G, 10, 8, 7. Und spielt dann hier die 10. 7, 8, 10, 8, 7, 10, 8, 7, 10. Und dann gehen wir wieder von vorne. Deswegen, ihr könnt hier den Zeigefinger als Barré stehen lassen. Der wird als generelle Ausgangsbasis dieser Melodie einfach benutzt. Ja, dann spielen wir wieder von vorne. Ja, diese 7, 5, wenn ihr jetzt bei dem zweiten Teil, also wenn ihr das jetzt einmal durchgespielt habt, kommt im zweiten Teil dieser Teil mit dieser 10, 8, 7. Kommt dann schneller. Einfach doppelte Geschwindigkeit. Ja, ich spiele das einmal vor. So ein bisschen triolisch. Ba, 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 ba. So, das ist jetzt die Melodie. Komplett von der Strophe. Nochmal kurz gespielt. Ein bisschen schneller vielleicht. Und dann wieder von vorne. So, das war jetzt die Strophenmelodie. Wie gesagt, ihr könnt das wunderbar mit einer zweiten Gitarre spielen. Es klingt wirklich richtig schön. Haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dann haben wir jetzt... nicht, also im ersten Chorus kommt noch keine Melodie. Im zweiten Chorus kommt dann diese E-Gitarre, die spielt jetzt nichts anderes als jetzt diese Akkorde, die wir jetzt gerade gegriffen haben, aber als Akkordform. Und dann gehen die halt hier die 7, 8, 7. So, dann gehen die hier auf die 8. 7, 8, 7. Gehen dann hoch auf 7, 7, 5. Wieder zurück und dann 10 na, da müsst ihr dann halt hier drauf achten, dass das sauber klingt.
Und das ist jetzt während des Chorus. Später, während der anderen Refrains, kommt diese Melodie halt so ein paar Mal. Und ja, dann wird's mal gezupft, mal durchgeschlagen. Und da kommt auch so eine Streichermelodie, die ähnelt ganz kleines bisschen dem, aber dann geht die noch nach unten und so, aber Streicher mitzuspielen ist eh ein bisschen schwierig. Das ist jetzt diese Melodie und ich habe es jetzt wirklich noch nirgendwo gefunden und ich hoffe, ich kann euch, ja, oder ich hoffe, ihr habt daran Spaß, dann diese Melodien auch zu spielen. Aber ich glaube, dann hätten wir alles, ne? Ach, sehr schön. Ist ein sehr schönes Lied. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr konntet eine Menge lernen von mir. Kommt doch bei Facebook vorbei, addet mich da, werdet da Freunde, könnt ihr mir erstmal auch persönliche Fragen stellen und vor allen Dingen auch, ihr könnt Musikwünsche äußern. Da möchte ich jetzt aber schon mal im Vorfeld sagen, ich habe schon sehr, sehr viele Musikwünsche bekommen. Einfach, schreibt mir einfach, weil ich möchte auch gucken, welche Musikwünsche sich decken, dass ich dann da auch schaue, Mensch, das haben jetzt schon ein paar Leute nachgefragt, dann mache ich das jetzt mal. Ich mache primär eigentlich so Videos, die ich im Unterricht halt hier mache, weil ich die dann auch so im Kopf habe. Aber wenn ihr dann irgendwie gesammelten Wunsch habt, dann mache ich das natürlich auch. Ne? Ansonsten, jetzt nochmal kurz zurück zu dem Lied. Versucht in dieser Strophe ganz am Anfang wirklich dieses... Ne, dieses Lockere, wie er spielt. Das ist, da müsst ihr wirklich bei dem Song hinhören und auch selber versuchen, dann einfach da drüber zu spielen. Ne? Lasst euch nicht ablenken, spielt einfach so da drüber. Ihr könnt das, den Song aber auch sehr schön nehmen und einfach selber dann Gitarre zu spielen. Dieser Zupfteil und gerade die Melodie ist sehr schön. Vielleicht, wenn jemand unter euch ist, ich würde ganz gerne mal wissen, was für Akkorde das denn hier sind. Das mit der 7, 8 und 8 und hier mit der 5, 7. Ja, sagt mir doch mal, was für Akkorde das sind. Ansonsten, macht's gut. Bis zum nächsten Video Christians oder von Christians How to Play der mit dem Hut und schaut euch auch meine anderen Akustikvideos an, beziehungsweise so generell meine Videos. Da sind sehr paar coole Lieder dabei. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.